Finn untersuche die Arsche. Finn untersuche den Arsch. Ich finde, dieser Witz wird nie alt genug. Mögen Sie der Menschheit einen neuen Anfang bringen, Ranger Walker. Da sind nur noch zwei Lagerkisten. Ja, hi. Aiming! Wo ist die Deckung? Da ist doch das Aiming. Das Gelbe ist immer, wenn ihr die Panzer wegfliegt. So, da haben wir Kiste Nummer 3. Bräuchten wir nur Kiste Nummer 4 noch. Und dann wäre ich ein glücklicher kleiner Fonzi. Hat jemand Kiste Nummer 4 gesehen? Kiste Nummer 4. Geht's nicht weiter. Ja, wenn nicht, gehen wir weiter. Guck jetzt noch einmal rum. Was gibt's hier so? Okay, da sollen wir wohl nicht hoch. Da oben könnte sie sein, das sieht so aus. Sag ich, wenn ich. Oh, warte mal. Ah. Cool. Keine Ahnung, wo Kiste Nummer 4 sein könnte. Falschen Knopf gedrückt. So, wo geht's weiter? Wollen wir noch die Arsche mitnehmen? Ah, hat Arsch gesagt. Banditenposten. Sie scheinen Treibstoff zu bunkern. Ein Stützpunkt zur Versorgung von Panzern für Konvois und Raubzüge. Wenn wir den Treibstoff hochjagen, sollte das ihrer Mobilität schaden. In Banditenposten tanken die Goon Squad ihre Fahrzeuge mit gestohlenen Treibstoff. Zerstöre alle. Okay.
Zerstöre die Treibstoffleiter. Okay, das sind schon mal... Granate. Au. Geräusch bei einem Headshot. Nicht so gut. Es klingt so gut, dieses Geräusch. Diese oh, eine neue Arschtruhe. Waffen-Upgrades. Mit Waffen, mit Waffenkernen kannst du deine Waffen verbessern. Mit Waffenmods kannst du deine... Okay. Ja, ich weiß. Komm, mach das weg. Waffen. Sturmgewehr. Upgrade ansehen. Nanotriten, können wir da noch was machen? Grafsprung. Theoretisch ja. Aber ich will erstmal da weitermachen, dass ich ein bisschen mehr aushalte. Genau. Dass ich weniger Schaden bekomme. Zwei Behälter müssen wir noch. Was ist denn eigentlich das da? Schießt da immer drauf, ich weiß auch nicht, was das ist. Okay, wir haben noch eine Lagerkiste irgendwo. Wir haben noch zwei von den Behältern. Ranger-Tankstelle! I'm so good. Der Treibstoff hat sich in Rauch aufgelöst. So ist es. Ich wünschte, ich hätte die schwarzen Rauchsäulen am Himmel sehen können. Gut, dann gucken wir uns mal um. Da ist die letzte Kiste. Hab's gesehen. Dieses Doppelsprung cool. Das ist ganz mega. Ich glaube, das ist das nächste, was ich so ein bisschen leveln werde. Das ist so. Wart abgeschlossen.
Mutantenspore. So, wo ist jetzt mein Auto hin? Das ist mein Moped. Ist ernsthaft, dass jetzt kein Fahrzeug ist? Ist es ernsthaft, dass mir das Fahrzeug unterm Arsch weg... unterm Arsch weg... verschwindet? Wenn ich einfach nur aussteige? Fahrzeug, kann ich denn hier rufen? Rufen für 10. Hallo, Walker. Hallo. Aktiviere Systeme. Hab dich vermisst. Gut, die Tankstelle haben wir auch. Dann gehen wir mal... endlich mal dir hin. War seit anderthalb Stunden drauf warten. Aber welcome to Gun Barrel. Findet John Marshall in Gun Barrel. Da draußen. Ich gerade ein bisschen an Fallout. Hey, du siehst zäh aus. Interesse an Drecksarbeit? Weißt schon, paar Köpfe einschlagen, 200 Mutanten zu breiballern. Ich suche nicht nach Arbeit, sondern nach John Marshall. Tja, zufälligerweise sucht er nach erfahrenen Kämpfern. Wir haben ein Mutantenproblem in Gun Barrel. Und es geht erst weiter, wenn das verdammt nochmal gelöst ist. Gut, wir werden sehen. Kann ich dich nämlich einfach einen Headshot... Er ist in der Headshot geben. Immer im Blindgänger. Nicht zu verfehlen. Alt, vernarbt, fies, Robo-Bein, Robo-Auge, halb Mensch, halb Ersatzteillager. Bin unterwegs. Ach so, was auch immer dir dieser miese kleine Roboter andrehen will. Probier nicht das Schleimvogel Chimichanga. Außer du willst dir die Seele aus dem Leib kotzen. Okay, jetzt hab ich Hunger. Handelsstätte. In Handelsstätten findest du viele Arten von Händlern, bei denen du Waren kaufen und verkaufen kannst. Es gibt noch Leute, die dir Infos über bestimmte Orte geben können. Du kannst auch gern per Schnellreise. Okay. Wer ist er denn? Perfekte Zeitung nach Gun Barrel. Kopfgeld. Erscheinung des Eisernen Willen. Belohnung. Plus 20, plus 9. Verbrennen. Okay. Unzüchtige Handlung mit Mutanten. Wir stehen im wahrsten Sinne bis zu den Knien in der Scheiße. Und ausgerechnet jetzt kommt ein Ranger vorbei, nachdem sie uns jahrelang ignoriert haben. Wovon reden Sie da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sam Wilco und führe die Gun Barrel Miliz, damit es Marshall nicht tun muss. Ich will sicher nicht meckern, wenn die großen Ranger beschlossen haben, sich nun endlich doch die Hände schmutzig zu machen. Es gibt da ein Problem nördlich von hier. Die Yeoman Farm wurde überfallen. Und das ist gar nicht gut, weil wir ziemlich viel Nahrungsmittel von dort beziehen. Okay, das erinnert mich auch an Fallout. Eine Farm... Naja, wenn Sie mich so freundlich bitten. Okay. Ohne Erlaubnis des Marshalls kommt keiner runter in das Drecksloch. Du willst im Dreck wühlen? Sprich mit ihm. Fantastische Funde, sei gegrüßt, werter Leser. Ich bin Ranzak Tumbledown, Sammler alter und seltener Kuriositäten. Willkommen zu meiner ersten Tagebuchveröffentlichung. Fantastische Funde. In diesem Werk erzähle ich, wie ich den vermutlich ersten Prototypen des Wingsticks fand, der berüchtigsten Waffe im ganz Ödland. Ihr Schöpfer war Christopher Wegen, ein Genie aus der Zeit vor Apophis. Die Waffe war so, dass sie... Okay, die Waffe war so effektiv, dass... Ist wie der Erfinder der wisst ihr wie eigentlich wie der Erfinder der Schusssicherung Weste gestorben ist? Gesindel mit Kanonen. Könnte unser Glückstag sein. Hallo, ich bin Rory Success, der berühmte Handelsbaron. Sexy. Ich bin von Wellspring hergekommen, um Leute für eine gefährliche Mission gegen die Goon Squad anzuheuern. Goon Moment. Squad. Du gehörst aber nicht zur Goon Squad, oder? Ich gehöre ganz bestimmt nicht zur Goon Squad. Die YouTuber. Magst du die Goon Squad? Natürlich nicht. Was für ein Schandfleck für die Erde. Sie haben es tatsächlich gewagt, Gas Catrest zu übernehmen, meine Gasraffinerie in den Südhügeln, um Nitro für ihre Kampffahrzeuge herzustellen. Das Nitro gehört mir. Ich weiß, es wäre Selbstmord, sie anzugreifen, aber ich zahle gut, damit du ihnen eine Lektion erteilst. Rory Success lässt sich nicht beklauen. Wie sieht's aus? Normalerweise schlachte ich die Goon Squad gratis ab. Löblich, aber ein schlechtes Geschäft. Okay. Wir nehmen die Aufträge. Hallo.
What the fuck? Was geht? Was bist du? Was zum Teufel bist du? Warum konnte ich mit dir reden? Muss los. Ich hatte mal richtig... Sparkle Jim! ...einen Handelsposten draußen im Ödland. Lief wie am Schnürchen. Hat meine Familie ernährt. Aber dann kam irgendwann die Boot Squad und hat alles genommen. Hat meine Familie vor meinen Augen getötet. Und ich habe keinen Mucks gemacht. Ich bin gerannt. Wie ein dreckiger Feigling bin ich gerannt. Die haben ganz klein angefangen. Lass ihn mal labern, ich geh mal auf Toilette. Aber jetzt sind sie überall. Mit dicken Kanonen und jeder Menge Nachschub. Und sie kennen keine Gnade. Die rekrutieren super aggressiv. Verleiben sich kleine Gruppen ein. Da heißt es mitmachen oder sterben. Da wird nicht lange gefackelt. Du siehst wie einer dieser alten Ranger aus. Es wäre eine Genugtuung, wenn diese Goon-Schweine kriegen würden, was sie verdienen. Mission gegeben oder so? Okay. Hey, Ritzer! Hey. Willkommen in der Blindgängerbar, Heimat des Schleimvogel-Chimichangas und des besten Sumpffusels im Ödland. Lass die Sorgen draußen und komm hereingetanzt. Okay. Okay. Ranger. Kaktus-Check. Der kleine Kaktus-Jack, der kleine Blechschoner, ist viel wichtiger als sein unscheinbares Äußeres. Der Zeit vor Apophis waren die Jacks totemartiger Fakt, die bei Feierlichkeiten und gemeinschaftlichen Essen Anwendung fanden. Das Ritual begann. Okay. Hey, Ritzer! Scheiße, lass uns. Sieht gut aus, sieht verdammt gut aus. Danke. Du bist neu. Das hier ist der Blindgänger, die beste Kneipe in Gunbarrel. Er hat Kopfschmerzen. Viele Leute. Dem geht's nicht gut. Viele Meute. Marshall verlässt sich darauf, dass ich sie in Schach halte. Bin Saul. Saul TV. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Sagst du mit einer Waffe in der Hand. Aber du scheinst auf Action zu stehen. Du solltest dir die Mutant Bash Arena im Norden ansehen. Was für eine Show. Großartige Show. Okay. Viele Aufträge angenommen hier. Oh, da ist noch mehr. Pass auf die gottverdammten Mutanten auf, Kumpel. Hin. Herb. Ich war bei den Mountain Lords. Mann, was die alles hatten in ihrem riesigen Unterschlupf. Der Hammer. Das Zeug, das sie da gehortet haben. Oh, so viel Ausrüstung und Waffen und Zeug eben. Aber das war, bevor sich die Mountain Lords der Goon Squad angeschlossen haben und abgehauen sind. Nur mich haben sie zurückgelassen. Haben mich gleich verzogen. Nie zurückgeblickt. Hab das ganze Zeug, all die Waffen einfach dort liegen lassen. Ist garantiert noch da. Einfach liegen lassen, sagst du? Komm, ich geb dir einen aus. Okay, da sage ich nicht nein.
Die verborgene Festung. Labert unten jetzt noch irgendwann was raus? Ich sag dir, das ist Unsinn, Kulo. Na komm, nur ein kleines Schlückchen, Marsch. Nope, keine Info, nichts zum Saufen. Ganz einfach. Das stimmt aber, Marsch. Violent wurde zerstört. Na klar, weggebombt von superüblen Tech-Mutanten. Das glaub ich nicht, Kulo. Du willst doch nur was zum Saufen. Vineland ist futsch. Siehst du? Ich hatte recht. Trink nicht alles auf einmal. Ein Ranger, was? Sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. John Marshall. Legendärer Widerständler. Kriegsheld. Wir wuchsen mit Geschichten über ihn auf. Ich hatte allerdings jemanden erwartet, der beeindruckender ist. Ich finde ihn schon beeindruckend. Das ist unmöglich. Weinlands Verteidigung ist unüberwindbar. Das dachten alle. Wir waren nicht bereit für sie. Nicht bereit für die Obrigkeit. Sie ist also zurück. Dann bist du wegen Projekt Dagger gekommen. Das Problem ist, dass wir hier ebenfalls belagert werden. Mutanten. Sie verstopfen unsere Stromturbine in der Kanalisation. Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Wenn das für Dagger notwendig ist, zeig mir, was ich töten soll und wo. Du bist schnell von Begriff. Ich habe wirklich jeden Auftragskiller runtergeschickt. Sind alle draufgegangen. Es wird schnell gehen. Das habe ich zu meiner Ex-Freundin auch immer gesagt. So, betritt die Kanalisation. Du solltest dich auf dem Markt etwas eindecken, bevor du dich in diese Kanalisation wagst, Ranger. Schalt den Strom wieder ein, dann kannst du mit Dagger weitergehen. Muss aufbrechen. Marshall schickt dich? Du bist schon der Dritte diese Woche. Hoffentlich hast du mehr drauf. Hab ich. Warum sind die Hebel eigentlich immer rosa? Gibt es einen unterirdischen Fluss. Dank des Turbinengenerators sind wir vollkommen unabhängig. Wir haben das unsere Loch. Eigene Stromzufuhr und müssen kein Feldtrit von diesen betrügerischen, gierigen Händlern kaufen. So wird es ausgesprochen. Mutter Natur sorgt für uns. Und wie läuft das so für euch? Nun sieht man von den üblichen Problemen ab. Wie zum Beispiel Mutanten, die die Turbine verstopfen, funktioniert es gut. Wir haben unseren eigenen Saft. Außerdem findet sich stets ein Söldner, der sich um Probleme kümmert. Das bin ich also, ein Söldner? Ich bin nur ein Söldner für euch. Toll. Mehr bin ich nicht. Nur ein Söldner. Vielleicht klettern sollen. Hey Marshall, wusstest du, dass sich hier unten eine Arche befindet? Na klar. Vielleicht verschaffen deine Namo-Triten dir Zugang. Das solltest du mal checken. Hab ich. Mach ich. Für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 402A. Das ist eine Arctech-Schrotflinte. Wie auf den alten Holo-Bildern.
Ey, das erinnert mich gerade so an Doom. Ey, oh Gott, wir müssen unbedingt mal Doom nochmal spielen. Dies ist die Kampfstrafe. Eine ideale Nahkampfwaffe, die Gegner zurückstößt. Ja. Ich brauche jetzt kein Tutorial von der. Gute Arbeit. Erfolgreich. Während des genauen Ziels wird eine einzige Patrone mit hohem Zurückstoßeffekt verschossen. Okay. Wow. 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 Ist ja gut. Mega gut. Setzen Sie den Overdrive der Kampfschrotflinte gegen simulierte Gegner ein. So, der Mann, wir müssen unbedingt mal Doom. Bevor Doom Eternal rauskommt, werden wir auf jeden Fall nochmal Doom durchspielen. Straßenfeger, was? Du Glückspilz. Davon gibt es nicht mehr viele. Und nur du kannst sie abfeuern. Sie ist mit deiner Nanotreten-Signatur verknüpft. Tschüss! Na, was denn? Okay. Die ganze Scheiße, die fallen lassen, muss ich hier einsammeln. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Okay, also da hinten war schon mal ein Weg nach unten. Dann gucken wir mal, was dahin geht. Da ist eine Lagerkiste. Mehr scheint hier nicht zu sein. Okay, dann war hier ein Weg nach... Ah. Waffen. Thank you.
Fände ich jetzt aber nicht nett. Er sieht aus wie ein großer Anus. Ich will nicht in den Anus. Die Waffe ist noch ein bisschen langsam, was das Schießen angeht. Was ist das denn? Moin, Iona. Wenn du da bist. Oh, du bist ja auch noch da. Jo, kannst du Quali einstellen. Ja, hab ich auch gesehen. Boah, schön Rüstung. Geschossen. Cool, der da oben ist aus dem Partier einfach mal mit explodiert. Okay. Hau. Wow, 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 wow. Okay. Es explodiert doch. Ja, fickt euch doch. Die ganze Zeit so. Das ist sehr sehr verstörend. Ich bin bei der Turbine. Ganz wie du meintest, verstopft mit widerlichem Mutantenglibber. Du hast es bis ins Mutantennest geschafft und lebst noch. Großartige Arbeit, Ranger. Jetzt musst du nur noch den Deckel finden und ihn aufbrechen. Dann kannst du alles wegspülen. Na geil. Schau dir die Turbine neu. Warum kann ich... Hebel.
Kommen bestimmt gleich ganz, ganz viele böse Mutanten. Echt jetzt? Oder ein großer. Okay, das ist der Schalter, den ich eben betätigen wollte, der nicht ging. Einer geschafft, einer übrig. Alter, die Musik und alles, das erinnert mich so dermaßen an Doom. Okay, die Schose läuft. Was jetzt? Sobald alles frei ist, schließt du den Deckel. Das startet die Turbine neu. Hey! Hey, Wärmestrom! Unglaublich, du hast es geschafft! Hast du was anderes erwartet? Du hast sie einfach weggeballert. Stimmt, aber jetzt muss ich hier unbedingt raus. Hier stinkt es schlimmer als in einer Mutantenjauchegrube. Nun, das sollte nicht so schwer sein. Es gibt einen alten Lastenaufzug, der dich direkt in mein Arsenal bringt. Nicht sehr beeindruckend, mein Freund. Nicht sehr beeindruckend. Daran erinnere ich mich noch gut. Es waren ich, Dr. Quasier, Lucem Hager und Sergeant Prowley. Kennst du Sergeant Prowley? Sie hat mich aufgezogen, hat aus mir eine Killermaschine gemacht. Killermaschine? Ich habe gedacht, du hast was Besonderes an dir. Als ob du von den härtesten Killermaschine. Und besten ausgebildet Killermaschine. Wurdest. Sie hat es nicht geschafft, wurde beim Angriff getötet. Das tut mir leid. Und es erklärt, warum du hier bist, anstelle von Prowley. Die Obrigkeit muss unbedingt vernichtet werden. Amen. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Nenn mich Walker. Walker, okay. Oder Prinzessin Sasa. Ranger Walker, da bist du ja. Das ist mein Arsenal, meine Basis. Von hier aus kann ich an Projekt Dagger arbeiten. Da der Strom jetzt wieder fließt, könnte ich bei ein paar weiteren Projekten Hilfe gebrauchen. Was du nicht sagst. Walker, diese Projekte helfen dir ebenfalls. Während ich mich um Dagger kümmere, kannst du dich auf die gewaltige letzte Schlacht vorbereiten. Du weißt es vielleicht nicht, aber zu Projekt Dagger gehört auch mit einem zusammengestückelten Panzer ins Hauptquartier der Obrigkeit zu walzen und dem Obergul General Cross persönlich einen mörderischen Nanotreten-Cocktail zu verpassen. Klingt nach Spaß. Dann lege ich lieber mal los. Besser wär's. Ich kontaktiere dich über die Combox, falls nötig. Okay. Glückwunsch, du hast Marshalls Projekte freigeschaltet, denen es hauptsächlich um Kampf geht, Workler. Wähle Projekte, ansehen und drücke Eingabe. Töten und vernichten. Achso, deswegen können wir hier nichts mehr machen, weil wieder alles... Okay. In Marshalls Projekten geht es, schließe Orte und Aktivitäten rund um Töten und Vernichten ab und bei Lusums Operation. Okay, okay. Einige von meinen sind von Anfang an, für andere musst du jedoch neue Stufen freischalten, indem du neue Operationen auflevelst. Okay, das ist einfach ein Skilltree, mehr ist das nicht. Alter, verstehe, was geht denn da gerade rechts ab? Du hörst aber, indem du Orte... Okay. Du kannst 25%, sage ich doch, dass man... Habe ich schon fast vermutet, dass man mehr Modi irgendwann leveln kann.
Ein Überraschungsangriff fügt dem... Oh ja. Wir nehmen es einfach mal alles mit. So. Cool. Das sind schon was... Ja, hier kommen wir noch nix. Töten und vernichten. Oh. Nimm dir was du willst. Du kannst jeden Vorteil gebrauchen. Und du? Müssen wir ein bisschen was im Umkreis machen, oder? Ja, entweder machen wir jetzt hier... Ja, wir machen Umkreis hier. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Es ist nur einmal. Silvester. Wir sind bei dem schon übelst im Level hoch und haben den noch nicht mal freigeschaltet, den Typen. Liegen überall iPads rum. Er hat gesagt, nimm dir, was du brauchst. Hat er gesagt. Habt ihr gehört, oder? Hat er das gesagt? Habt ihr gehört. Aufzug fahren. Aufzug fahren. Das war jetzt nicht so spannend, wie es klang. Eigentlich klang es auch nicht spannend. Überhaupt nicht. Warum sind in den Spielen eigentlich immer die Matratzen so abgeranzt und die Betten sehen so ekelhaft aus? Aber auch in der Apokalypse kann man sich doch... Hier auch, warum ist überall so viel Müll? Auch in der Apokalypse kann man sich doch seine Wohnung sauber halten. Hey, Ranger! Danke für die Unterstützung. Den kleinen Schluck habe ich gebraucht. Wirklich gebraucht. Ich meine wirklich... Diese okay. Nanotrinen, Leute, ziemlich sinnlos. Händler, Infos verkaufen, wertvoll zu ordnen und interessant für dich sein können. Arschetruhen enthalten seltene Upgrades. So, wie viel haben wir denn eigentlich? Gelernt, wie man sich mit Nanotrinkenstämmen programmiert. Das verleiht dir Kräfte. Die meisten sind verloren, aber ein paar Exemplare befinden sich noch in den versiegelten Taschen. Das könnte entscheidend für dich sein. Weißt du, wo ich eine finde? Südlich von hier liegt eine Kramschmeißung. Hoffentlich verschaffen wir einen Nanotretenzugang. Ich habe jedoch keine Ahnung, wie der Kram funktioniert. Redet eigentlich die ganze Zeit damit. Für eine schlaue Erklärung solltest du Dr. Quasier besuchen. Die Steuerung ist auch schon gar nicht mal so schlecht, gefällt mir. Hast du diesen Raffineriedieben schon ein paar Manieren beigebracht? Nein. Mach auf die Tür. Mach auf. Fahrzeuge. Upgrades. Nicht genug Ressourcen. Virussysteme. Walker, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Was? Ich möchte, dass du einen alten Kriegskameraden von mir besuchst, der alleine in der Marsch lebt. Du und ich und alle, die für die gerechte Sache kämpfen, schulden diesem Mann viel. Du musst für mich nach ihm sehen. Klar, mach ich. Ich liebe es einfach, wenn du Geheimnisse vor mir hast. Hey, danke, Walker. Das bedeutet mir viel.
Kopfgeldjagd abgeschlossen. Easy. Das war ja einfach. So, wo gibt's denn das nächste hier in der Nähe? Was ist das denn? Banditenunterschlupf.